Hallo zusammen. Weitere Beispiele für Kühlkörper. Ja? Und das ist jetzt ein weiterer Aspekt, den ich hier unbedingt ansprechen möchte. Sie haben sich mal vielleicht gewundert oder gefragt, warum manche Kühlkörper, also quasi in Silber aussehen und manche in Schwarz. Dieses Schwarz ist keine Lackierung, ja, weil das nennt man Alloxieren. Man kann sich das so wie Tätowieren vorstellen. Das heißt, die Poren dieses Aluminiums werden dann entsprechend geöffnet und dann zusätzlich mit quasi diese schwarzen Materialien hinzugefügt und im Anschluss geheizt, sodass das Ganze nicht nur ein Schutz, also ein besserer Schutz, ein besserer Oberflächenschutz für die einzelnen Kühlkörper darstellt, sondern auch bessere Eigenschaften hervorruft. Das heißt, mit schwarzer Kühlkörper habe ich 15% bessere Wärmeableitung.